meine erste Anstellung beim Schweizer Fernsehen war im Sport. Dann hatte ich einen Kameramann bei mir, wo ich mit dem dann beim FCZ im letzten Grund habe ich dort den Auftrag bekommen, ein Spiel aufzunehmen. Und der Kameramann hatte mal keine Ahnung vom Fußball. Er hat Fußball gehasst. Und ich bin ahnungslos daneben zugestanden. Und er hat tatsächlich es geschafft, bei diesen drei Goals, wo er den Köbi Kuhn mitgespielt hat, den Kassetten zu wechseln. Dann bin ich wieder heimgekommen und dann haben die eben gesehen, der Felix hat kein einziges Goal drauf. Und das war dann meine Karriere als Sportreporter. Da hat es mit einem totalen Debakel angefangen. Ich wollte zum Radio. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dort politische Sendungen gemacht, teilweise Echo der Zeit und so weiter. Bin dann nachher zum Fernsehen gekommen, zum Wiesel Gier, und habe mich vor allem mal mit Handorgeln beschäftigt. Ein Instrument hier, das ist jetzt eine chromatische Handorgel, besteht aus drei Hauptblöcken. Obendran haben wir den sogenannten Diskantteil. Da sind also die hohen Stimmen, Melodiestimmen, unterbracht. Dann in der Mitte haben wir den markantesten Teil der Handorgel, das ist der Balg. Man kann ihn etwa 40 cm auseinanderziehen. Und da auf der rechten Seite haben wir dann den Bassteil, da sind also Bassstimme unterbracht. Seinen ersten Fernsehtrumpf spielt er aus, als er den Schweizer Nationalsport bildschirmtauglich macht. Grüezi, verehrte Damen und Herren, zur Live-Übertragung vom Finale der Schweizerischen Jazzmeisterschaft. Und wenn ich jetzt heute ein bisschen mehr rede als sonst, so ist es darum, dass die 1.716.953 Radiohörer, die sich in dem Moment am Schweizer Fernsehprogramm zugeschaltet haben, ein bisschen auch etwas davon haben, was hier in der Moststube läuft. Nämlich, es ist hier allerhand los. Gerade jetzt zieht der gefürchtete Handjasser Köbi Knüsli aus Liestals Schellenass. Das Bärteli-Studer von Wollerau verwirft darauf das Rosenbanner. Aber jetzt klopft der Ueli Imesch aus dem Wallis den Schellenkönig auf den Tisch und ruft Stöck. Aber ganz aus dem Hinterhalt, auf Mittellinie vom Jassteppich, leitet Gusti Habersaat von Herzogenbuchsee den Trumpfbauer unter einem riesen Applaus von der Moststubentribüne. Ja. Heute wir auch wieder mit deutscher Karte. Sein Stück Wies Stich dürfte 1967 die weltweit erste interaktive Fernsehsendung gewesen sein. Er schreibt ein Fernsehkindermusical, das von der BBC prämiert wird. Dem Musical folgt ein Jugendquiz. Jede Gelegenheit, Neues auszuprobieren, nimmt er wahr. Am liebsten ist er alles gleichzeitig. Reporter, Moderator, Redaktor, Regisseur, Produzent und Autor. Immer wieder dreht es sich bei Kurt Felix um die Eisenbahn. Die Sendung mit Dampf- und Volksmusik fädelt er als Koproduktion des Schweizer Fernsehens mit dem ORF und dem ZDF ein und betreut sein Projekt als Autor und Regisseur. Ich habe sie in Erinnerung als strenger Vater. Aber jetzt nicht negativ als strenger Vater. Er war sehr ein fairer Vater. Und er hat natürlich schon geschaut, dass aus seinem Sohn etwas rechts wird. Er hat immer sehr stark oder sehr fest kontrolliert, ob ich die Aufgaben gemacht habe in der Schule. Da kann ich mich schon noch an zwei, drei Sachen erinnern, wo er dann wirklich durchgegriffen hat und gesagt hat, so Daniel, so musst du das jetzt machen und jetzt ziehen wir das so durch. Und da hätte es halt schon können sein, dass ich an den Aufgaben halt mal bis zur Nacht um 10 Uhr oder zur Nacht um 10:30 dran war, bis er dann das wirklich als gut empfunden hat. Er natürlich als ehemaliger Lehrer. Was den Sohn am stärksten mit dem Vater verbindet, bis heute, ist die Eisenbahn. Grüezi, hallo. Guten Abend. Sie müssen ja ganz gewisse Bestimmungen einhalten, dass Sie dürfen über die Temmishofer Brücke fahren. Was haben Sie für Anweisungen bekommen? Ja, die Anweisungen stehen im Anhang rein, die wir haben. Das sind gewisse Einschränkungen für bestimmte Triebfahrzeugtypen, die wir hier haben. Nur gewisse Tonnen dürfen durch. Sagen wir, Dachsdrucktonnen ist stichhaltig. Und Wege müssen wir immer wieder verteilen. Das muss immer zwischendurch wieder ein Leeren sein. Aha. In Daniels Kindheitserinnerungen nimmt die feuerrote Frauenfeld-Wielbahn einen speziellen Platz ein. Daniel ist Kurts einziger Sohn.
Die junge Familie ist in der zweiten Hälfte der 60er Jahre in Frauenfeld zu Hause. Tatsache ist, dass mein Vater mir auf die Weihnachten, mal, als ich noch Bub war, eine Modelleisenbahn geschenkt hat. Und dann haben wir uns tagelang damit beschäftigen, die Eisenbahn aufzustellen, abzubrechen. Oh, das ist meine Eisenbahn. An dem hatte ich einmal am meisten Freude, wenn einmal das Zeug rundherum gefahren ist. Auf dieser Modelleisenbahn hat mein Vater dann einen Fahrplan geschrieben, wenn die Züge ganz genau fahren müssen. Ob man jetzt eine Runde oder zwei Runde oder drei Runden fährt, das ist dann über den ganzen Tag reingegangen. Also schon vor der Schule musste ich mit dem Zug zwei Runden fahren. Und wir mussten dann dort eine Fahrplanänderung machen, weil der erste Zug der ist dann wirklich zu früh gefahren. Und ich hätte halt dort schon noch gerne eine halbe Stunde geschlafen. Und so haben wir dann vom 6 Uhr auf die halbe 7 verleiht. Die große Welt der Lima-Gleichstrombahn, gefahren von Lokführer Daniel Felix, der gleichzeitig als Bahnhofvorstand und Stellwerkmann amtiert. An der Spitze der Schnellzugskomposition eine RE66, die hier über 100 Schienen und 7 Weichen fährt, gesteuert von der sicheren Hand des Eisenbahnfachmanns Daniel, der in seiner Jugendzeit stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang sich mit den Schienenfahrzeugen befasst. Ich bin dann in der Abteilung Kultur und Wissenschaft angestellt worden, dann eben für alle die Sendungen, die niemand machen wollte, da niemand geschaut hat. Aber meine Sendungen waren immer lustig. Also ich staune ja immer wieder, mit was für einer Treffsicherheit die Musikanten ihre Seiten verwünschen. Ich habe Herrn Alder gefragt, wie er das mache, und er hat mir gesagt, das ist ganz einfach. Sie müssen nur im richtigen Moment die richtige Seite verwünschen. Man sollte halt doch nur das machen, was man kann. Im Fernsehen hat es zwei Leute gegeben, er und der Wiesel Gier, die den Betrieb genau kennt haben, die genau gewusst haben, was ist ein Produktionsplan, wann meldet man das an, wie macht man es mit dem Budget. Und also ganz, ganz geschickt und gut durchorganisiert war er. Und abschliessen tun wir unser Programm mit einem kurzweiligen Potpourri von lustigen Appenzellerwälzerli, gespielt von der Kapelle Hans Döring und der Streichmusik Benziger. Und damit, meine sehr verehrten Zuschauer, sehen Sie, es ist halt auch kein Mannenabend.